Du hast den Witz in der Pointe gekillt. Ja, da hast du recht. Die arme Anja. Der gute die Witz. Po-Ente. Die Pointe, ja. So. Ein verkrüppeltes Clownhammer. Der Clownshammer, genau. Ja, brauche ich aber nicht. Naja, du meckerst aber wegen Waffen. Jetzt ist da eine Waffe drinne, jetzt meckerst du auch. Brauch ja, aber, ich nicht. Aber guck, doch, ich mal, nicht. Guck, doch, mal, guck doch mal, was ich habe. Ich habe die Hacke des Schicksals in Gelb. Ich habe Gabriels Vorschlaghammer in Gelb. Ich habe einen schweren Knüppel in Gelb. Dann ist das nicht interessant. Na doch, leveltechnisch ist es dann interessant, weil du wächst, die Waffen wachsen ja nicht mit vom Level her. Ja. Und irgendwann. Oh, ich hätte halt gerne den Morgenstern in Gelb. Tankmischel! Wir sind alle da, Klausi. Das ist aber schön. Bin am Start, aber nicht mehr lang. Oh, Nela, ja. Chefin nur meckern. Niemals, Klausi. Ich denk nur positiv. Genau, Klausi, du hast recht. Immer meckert sie. Nichts kann man ihr recht machen. Und selbst das kann man nicht. aber 261, das hat doch überhaupt keinen. Tut doch nichts taugen. Na, das ist nix. Wenn du den upgradest. Und du kannst ihn mit einer neuen Mod versehen. Ich würde es ausprobieren an deiner Stelle. 84%, Leute. That's what I'm talking about. Ja, yeah, Mann. Du würdest es ausprobieren. Yep. Ja, wegen Geld kannst du nun eigentlich nicht meckern, oder? Wird auch später wieder wunderschönes Wetter nutzen. Ja, mach das, Alexander. Ich muss später noch zum Arzt. Ich kotz in die Ecke. Der kann dir nicht mehr helfen. Kate Landis Lanari Nele Alexander. Klung, Stammtisch. Wenn der mich sieht, dann sagt er erstmal, oh je. Oh je. Nicht upgraden. Nicht upgraden. Warte mal, ich muss noch mal zum Händler. Ich habe gerade gesehen, ich habe da was in meinem Inventar. Was Court in the Act? Inventar. Ich habe was in meinem Inventar, was nicht zu mir gehört hier. Das da kommt sehr weg. Viel, was Inventar, was nicht zu dir gehört. Ein verformter Revolver. Nee, der kann aber weg. So. Ich meine, das Einzelschussgewehr, das weißt du, kannst du eigentlich auch verkaufen. Oh, ich kann mich nicht trennen. Das, guck mal, das ist eher Stufe 33. Ich kann das ja noch nicht benutzen. Und hat 3500 zu dem da. Oh, stopp. Das ist schon nicht schlecht. Guck, wenn ich das jetzt noch aufwerte. Das andere hat aber 4000. Was ist später? Ja, ich muss spätestens um 2:30 Schluss machen, Kate, leider. Das ist später. Diamanten. Ich überlege halt die ganze Zeit, ob ich den Knüppel schon machen soll. Dann habe ich ihn parat, weißt du? Würde ich ihn dann schnell machen. Dann habe ich ihn dann schon parat, aber ich denke mir die ganze Zeit, und wenn jetzt irgendeine Waffe noch kommt oder irgendeine geile Mod und dann habe ich es gemacht, dann ärgere ich mich. Du kannst ja das Upgraden schon mal machen. Du musst ja noch keine Mod einsetzen. Ja, dann mache ich das. Weil Upgraden ändert sich ja nicht, von wegen, ob du später oder jetzt upgradest. Ja, ja, dann mache ich das schon mal. Aber dann upgrade ich noch nicht, ja. Upgraden schon, aber nicht modden. Was? Chefin upgraden geht nicht? Die ist schon great. Oh, Seppelbomber. Mittagspause zu Ende, muss noch ein wenig arbeiten. Viel Spaß euch noch bis demnächst. Punschigel und Dankeschön. Da haben wir noch circa 2 Stunden. Genau. Weißt du, was ich witzig finde? Was denn? Mein Katana, wenn wir hier im Labor sind, ja, hat das so einen schwarzen Dunst. Ja, und draußen grün, ne? Und draußen grün. Ja, das ist wirklich lustig. Das ist wirklich lustig. So, was sagt denn unsere Quest? Ein schwieriges Gespräch. Wir müssen...
runterlaufen. Mal komplett in eine andere Richtung. Hey. Ja, oder Schnellreise. Darfst du dir aussuchen. Oh, geil, Schnellreisen. Ja, ich bin doch heute lauffaul, das weißt du doch. Weil wir müssen ja zum Boot und da haben wir ja einen Reisepunkt hin. Hm. So, und jetzt müssen wir mit dem Moven sprechen. Mit dem Wesley quasi. Mit Blade. Du hast mein Leben gerettet, also schulde ich dir was. Dein Freund hat nicht gelogen. Ich kenne den Weg zum Gefängnis wirklich. Es ist verdammt gefährlich. Deswegen will ich da eigentlich nicht hin. Aber wenn du willst, bringe ich dich hin. Bevor wir gehen, müssen wir in der Stadt Halt machen und ein paar Sachen besorgen, die wir brauchen. Gefährliches Gewässer. Na dann, wollen wir mal die Stadt. Kapitel 15. Oh, 85% haben wir jetzt. Oha. Gerade hat mein Vater mir einen Brief in die Hand gedrückt und hat gemeint, was das für komische Post sei. Hä? Und? Was ist es? So, immer noch mit ihm reden? Wo sind wir denn jetzt? In der Stadt wieder. Listen, Friends. Hör zu, Freund. Es gibt zwei Dinge, um die wir uns kümmern müssen, bevor wir abhauen. Erst einmal brauchen wir Benzin für das Boot. Nur mit Benzindämpfen kommen wir da nicht hin. Das zweite ist eine Überraschung für Titus, damit er uns durchlässt. Sonst kommen wir da nie rein. Also, wie soll's laufen? Bringe Kraftstoff zum Boot. In Ordnung, du findest Benzin an der Tankstelle. Wenn du schon mal da bist, kannst du dir auch ein Auto suchen. Dann bist du wesentlich schneller wieder hier. Ich bewahre die Sachen für Titus im roten Container bei den Hangars am Ufer auf. Hier ist der Schlüssel zum Lager. Ich bleibe so lange hier und passe auf das Boot auf. Viel Glück. Okay. Ich schau mal auf die Karte. Dann schau mal auf die Karte. Ja, Boot wäre, glaube ich, eine gute Idee. Warte mal. Da unten sind wir jetzt. Ja, Auto wäre, glaube ich, eine gute Idee. Da unten müssen wir hin. Ja, oh ja, aber das Auto kriegen wir... Das Auto ist da unten, da müssen wir ein kurzes Stück da hinlaufen, da können wir in dem Auto einsteigen. Das ist wirklich nicht weit, das sind 60 Meter. Ja. Soundfall! Gute! Und herzlich willkommen im Chat. Ja, gell, tolles Spiel, ne? Kennst du auch, hast bestimmt schon gespielt, oder? Hi und tschüss. Welcher Teil der erste? Ganz normal Dead Island, die Definitive Edition. Habe ich gefühlt und habe gesagt, das ist von dir, direkt vom 3D-Drucker. Vielen Dank, sieht richtig schön aus. Ah, Alexander, das freut mich. Also, du bist auch der Erste, der das jetzt hat. Ne? Beobachte mal ein bisschen, weil wie gesagt, ich habe mich mehrmals musste ich gucken, dass die Farbe nicht abgeht. Ich musste echt mal erstmal gucken, 3D-Drucks, ne? Wie funktioniert das, dass die Farbe dran bleibt und so. Wenn irgendwas ist, sag mir Bescheid. Ne? Aber auch wenn die Farbe dran bleibt, wenn das immer noch nach ein paar Wochen schön ausschaut, dann habe ich es richtig gemacht. Mach mal die Tür auf. Muss ich die Tür aufmachen? Warte. Ja, scheint so. Bitteschön. Ging leider nicht alleine auf. Der beste Teil findest du. Mir wurde Zaunpfahl, mir wurde schon so viel empfohlen, auch dass ich Riptide spielen soll. Und dann gibt es aber wirklich, das gibt ja einige, die dann sagen, oh nee, der ist nicht so gut. Also ich würde halt gerne Dead Island 2 irgendwann dann spielen. Komm hier gar nicht raus, oder was? Ich sehe gerade keinen Ausgang. Doch, du, da durch. Also hinten durch. Nicht da durch, sondern... Ja, ich kann bloß nicht so weit da hinten gucken. Ich weiß nicht, wo ich angeeckt bin gerade. Fährst gegen einen... Machen wir so. Egal, jetzt wende ich hier. Also in der hämischen, finsteren Lache musst du aber noch arbeiten. Was sind so? Und du sagst jetzt hier rechts? Ja, aber da kommst du nicht durch. Du musst am Container oder mal erst am Ende noch vorbei. Und dann links, genau. Dann kommst du da durch, meine ich. Ich
überhaupt den Offenbacher Führerschein hat abgefärbt, sozusagen. Guck. An der Bar. Oi, die Scheibe ist kaputt. Ja, das war ein Dicker. Offenbacher haben Führerscheine. Nee. Das ist ja der Witz, Elsa. Ich werde es an meinen Schlüsselanhänger dran machen. Das bekommt einen Ehrenplatz am Schreibtisch. So schön. Ach, schön. Und er macht so, Alexander. Genau. Aber ich finde auch, es ist ganz gut geworden, gell, Alexander? Ich habe den Prototypen, der nicht so gut ausschaut, den habe ich mal an meinen Schlüsselanhänger gemacht. An meinem Schlüssel, damit ich es halt auch testen kann. Ne? Bleibt die Farbe dran und bla bla bla. Aber das war der allererste, wo dann die Farbe abgegangen ist und dann hat das mit dem Nachfärben nicht mehr was, weißt du? Das war dann nichts mehr. Hier knurrt auch noch einer. Ach, hier. Und wo müssen wir jetzt hin? Na, hier. Ja, dann lass doch das Auto so geparkt. Musst ja nicht reinfahren. Ich fahr ein Stück rein. Na gut, ich fahr nicht rein. Doch, ich fahr rein. Ah, ich glaube, das ist... Hey, ich raff gerade nicht, wo wir hin müssen. Ich gucke erstmal hier rein. Weiß nicht, was wir noch finden. Ach, hier ist eine Leiter. Sitzt ja von der Werkbank. Alkohol. Ah! Ah! Da steht ja ein Zombie drin. Oh, das war doch klar. Babsack. Wenn man genauer hinschaut, sieht man noch schön die Bahnen vom Drucker. Ja, und das ist ja auf 3 Schichten gemacht, Alexander. Das ist so ja so gewollt. Du hast ja unten die Schicht, dann hast du unter dem Mega noch so eine Kontur und dann kommt die eigentliche Schrift. Dirty Andy, was geht ab? Hast du dich nicht erschrocken? Nee, natürlich nicht, gell? Was haben wir denn hier? Movens Paket, Alkohol. Brutaler Revolver, exotische Sichel. Oh. Oh, Baby, oh, Baby, oh, Baby, oh, Baby. Ich wollte vorbeigehen, dass du da rein kannst, Mensch. Jetzt lass mich erst mal gucken. Was habe ich denn da jetzt? Eine brutale, exotische Sichel. 472. Oh, die ist ja. Aber die gehört mir nicht, ne? Doch, die Sichel gehört mir, ne? Nee. Doch. Meinen Sie, die kann ich benutzen? Denke ich mal. Was mich gerade wundert, ich habe hier drinnen in diesem Gebäude Kisten gefunden, die man stapeln kann auf irgendwas, aber ich weiß noch nicht, wo man die stapeln kann. Okay. Warte, ich bin gleich wieder da. Was ich da für eine Farbe genommen habe, Alexander, das ist die Farbe von Malen nach Zahlen. Die Farbe habe ich noch da gehabt. Auch genau das Rot, was ich wollte. Weil, ne, Mega ist ja rot. Und ja. Na klar, Alexander, heraus, klar. Du fährst aber jetzt in die falsche Richtung. Nee, wir müssen auch zur Tanke. Ach so, das habe ich mir nicht markiert, okay. Ach, ist die Stadt voll mit Menschen. Ist das schön? Guck mal. Selbstmörder ist auch da. Help me. Help me. Ach, guck mal. Weiter, wer help me? Meinst du, die zwei reichen?
Tanke nochmal absuchen, wenn wir schon hier sind. Wer weiß, was wir hier noch finden, weißt du? Alkohol auf alle Fälle. Ein Ausweis! Ich sehe keinen Ausweis. Warum? Wer hat Verdauungsprobleme? Matze! Du kannst die Oberfläche von Vega noch leicht anschleifen, sodass du eine glatte Oberfläche erhältst. Dann sieht es aus, als wäre es ein fertiges Teil. Also nur das Mega anschleifen, oder was? Noch nachschleifen. Oh, eine Werkbank. Appel, 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 Schaufel. Wo ist eine Werkbank? Hier draußen. Genau da. Oh, danke. Ah, okay. Ja, perfekt, dann mache ich das nächste Mal. Okay, mehr ist hier definitiv nicht. So, wollen wir auf die Map gehen. Wir müssen jetzt wieder dahin. Wie fahre ich? Dann fahr vorsichtig, Nela. Nach oben. Aber brauche ich da so eine Spezialpfeile oder so? Nee. Es reicht auch, wenn du keine Schleifpapier nimmst. Ah ja, okay. Hat das uns sauer gemacht? Nee, aber das hätte uns sauer gemacht, das war ein Exploder. Ja, ja, deswegen. Ich passe auf mich auf und ihr auch auf euch, ja? Na klar, Nela. Das machen wir. Du fährst okay, so gut, als hättest du deinen Führerschein in Offenbach gemacht. Naja, ich muss gerade so ein bisschen komisch fahren, weil du siehst ja, hier ist ja alles zugeparkt. Ich krieg gleich ein Level ab. Mach nur weiter so. Fahren Sie bitte auf den kürzesten Weg zurück zum TÜV. Moment. Atze! Ist das da unten? Was denn? Was mache ich hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Was machst du denn? Aussteigen. Also die Benzinfässer müssen wir mitnehmen? Ja, ja. Guck mal. Ich wundere mich gerade, wo geht's denn hier weiter? Aber guck mal, da unten ist das Boot. Na so gut. Schmirgelpapier. Ja, das habe ich, glaube ich, schon, ja. Aber feines Schmirgelpapier. Feines. Damit mache ich immer meinen Tisch, weißt du? Ich habe einen Holztisch und der muss alle paar Monate abgeschmirgelt werden und neu geölt. Ich dachte, damit enthaart sich der Karl-Heinz. Ja. So, Moven. Alright, Brothers. In Ordnung, Bruder. Wir sind fast da. Nur noch eine Sache. Das Wasser wird verdammt unruhig. Wir werden zu stark herumgeworfen. Wir könnten eine Mine treffen. Das wäre dann das Ende der Geschichte. Wir müssen zur Werkstatt am Strand und ein paar Umbauten vornehmen. Boot fahren! Ja, Mann, Andi! Mein Vater hat früher an Booten gearbeitet. Wir müssen also nur zu seiner Werkstatt gehen. In Ordnung? Wir können das Boot direkt hoch zur Werkstatt bringen. Ich zeige dir, wo. Das sollte reichen. Gehen wir! Gehen oder fahren? Fahren. Oh, warte mal, bevor du fährst. Ach ja, genau. Wenn wir jetzt zum Resort kommen, dann kannst du den Markenchampagner abgeben. Mmh. Ist zwar ein kleiner Umweg, aber dann kannst du wenigstens den Champagner wegbringen. Mmh. Und ein bisschen Erfahrung machen. Mmh. Mmh. Erfahrung sammeln. Mmh.
Du einfach, einfach Handtücher ohne Weichspüler in die Waschmaschine geben, dann hast du Schmiegelpapier. Genau so sieht's aus. Also. Im Sommer aber dann, weißt du, wenn du so raushängst. Sind wir wieder da, wo wir sind? Akt der Liebe. Akt der Liebe. Mein bester Kumpel hat übrigens auch einen 3D-Drucker. Er will sie steile für seinen Mercedes SL drucken, ist aber noch in der Erprobungsphase. Oha, geil, Alexander. Ja. Wollen wir mal wetten, was das... Ja? Wollen wir mal wetten, was das für eine Quest ist, Akt der Liebe? Ich hatte halt überlegt, ob ich mir auch einen hole. Aber ich kann mir nicht, auch noch den 3D-Drucker mich damit beschäftigen. Ich bin aktuell, ich bin overloaded. Genau. Das kann ich nicht auch noch. Ofenbobbes. Und jetzt noch E. Aber man kann halt voll die geilen Sachen machen, Alexander. So, jetzt müssen wir den Vater wahrscheinlich töten, weil der ist wahrscheinlich verwandelt. Akt der Liebe. Ach so, stimmt, wir haben den ja verlassen. Genau, wir sollten deine Tochter mitnehmen. Ich habe hier ein Buttermesser. Nicht hinterherkommen. Nicht hinterherkommen. Warte mal kurz, ich bin neugierig. Stammtisch, Stammtisch, auf feiner Sand, Quarkbällchen und ein Latte. Lecker, lecker, lecker. Warum kann man hier drauf laufen? Was liegt hier drin? Wieso, hier ist doch niemand. Ja, let's see what we got. Was kommt hier? Also, ein Zuckerstockmesser. Ist das nicht auch was für dich? Nee, brauche ich nicht. Habe ich gerade auch genommen. Habe ich ja gerade auch genommen. Aber hier sind noch zwei Kisten. Das kann ich mir vorstellen. Was bin ich schon leicht? Was ist ein Malat, Andi? Was ist denn das für ein Wort? Erklär mir das mal. Fleischermesser, Kampf-Doppelklinge. Das Wort musst du mir mal erklären. Ein Zuckerstockmesser, eine Sichel. Das ist beides nichts für mich. Das Messer auch nicht, aber der Baseballschläger wäre was für mich. Und das Fleischermesser ist, glaube ich, auch nichts für mich, ne? Nee. Die tun mir dann nämlich teilweise schwer, was Waffen für mich sind oder auch nicht für mich sind. Ja, stumpfe Waffen halt, ne? Alles, was keine Klinge hat. Ach so, das ist eigentlich eine gute Erklärung. Was, ich bin leicht krank? Ja. So, danke. Ja, also, dann lass mich mal gucken, wo das Resort ist. Da oben. Alles klar. Haben wir hier unten Schäl und feiner Sand. Nein. Klang. Ein Auto haben wir hier auch. Da sind Autos da oben. Alles klar, in der Tanke. Ah, ist das schön. Mal ein Stück laufen. 99 Meter, 95 Meter. Ja, aber nicht da wegen Champagner. Ach so, du willst den Champagner abgeben. Warum? Was kriegen wir dafür? Na, du kriegst Erfahrung dafür, und zwar eine Menge. Dann nehme ich das Missionsziel mal an und dann sagt er mir... Ach du Scheiße, was ist denn das? Ach du heilige Scheiße. Und vom Auto aus kommen wir da relativ schnell hin. Mhm. Nee, mein Lebensbalken ist voll, Andi. Ach genau, wo ist denn unser Auto? Na, wir müssen hier erstmal ein ganzes Stück laufen. Genau, wir folgen jetzt dem Weg. Ja, ja, Alexander, gell? Das ist so. Also der Straße folgen wir jetzt. Alexander. Ja, wir sind halt sehr, also wir haben halt hier sehr schnell mit dem Englischen zu tun gehabt.
weil ja die Amerikaner bei uns auch stationiert waren. Und bei uns war halt viel, weißt du? Nee, das ist die Erfahrung, Andi. Das ist die Erfahrung. Und da oben in der Tanke ist ein Auto, das können wir nehmen. Ach, guck mal. Bei Neu Holiday Resort. Das sieht ja cool aus. Waren wir hier schon mal? Oh, hier ist irgendwas zum Einsammeln. Nee, das kommt mir nicht bekannt vor. Komm ich nicht rein? Geht's auch nicht weiter? Überall Kisten. Komm ich vielleicht? Ist das vielleicht ein Weg nach oben? Hier ist eine Tür. Ein Baseballschläge. Da wird gleich eine Überraschung drin sein. Sie macht es mit ihrer Gedankenkraft auf. Nee. Sieht aber so aus. Ich glaube, du Kleine. Oh, hier ist ein Ausweis. Achtung! Ich bin weit weg vom Exploder. Wieso geht er nicht hoch? Weil du noch nicht nah genug dran bist. Doch, ich bin an die vorbeigelaufen. Warte, ich mach mal. Hey, Kumpel. Na also. Also eine hinten Kraft im Räumchen ist ein Ausweis, ne? Da, geradezu. Ja. Ausweis, Batterie. Da trifft er mich, der Babsack. Der muss immer auf den Arm, ey. Gibt's hier nichts zu heilen. Zwischen euch hat's gefunkt, Atze, gell? Ja, das war wunderschön. Nach dem Französischen Revolution gehört die Pfalzart zu Frankreich. Spielt er dann zu Bayern? Ja, Alexander. Schon spannend, gell? In Heilung kriegen wir oben gleich bei der Tanke. Ach ja, im südhessischen Wörterbuch steht auch, Malat ist ohne Geld mittellos. Interessant. Ein Schraus aus dem Sud. I'm walking down the street, I'm walking. Der Dialekt erinnert mich immer an Mundstuhl. Ja, Mundstuhl sind meine Nachbarn mal gewesen, Dirty Andy. Deswegen wahrscheinlich. Ne? I'll fuck you up. I will fuck you up. Warte mal, nicht dahin laufen. Mal Hallo sagen, weißt du? Die lässt sich aber auch nicht stören beim Essen hier. Die hat ja auch ganz großen Hunger. Das müsste der auch entschuldigen. So, hier ist irgendwo ein Auto und da drin ist auch Heilung. Help me. Oder? Ja. Da tun wir hochjagen lernen danach, ne? Wo muss ich hin? Der geht bei mir nicht mehr hoch. Du musst ranlaufen, richtig ranlaufen. Ja, mache ich doch schon die ganze Zeit. Jetzt geht er hoch. Vielleicht bin ich auch schon eine Leiche und ich weiß es noch nicht. Goethe hat auch hessisch gesprochen, deswegen reimen sich einige seiner Verse auch nicht auf Hochdeutsch. Beispiel aus nicht dem Faust. Ach, Ding. Neige, du Schmerzensreiche.
Neige? Du bist so gebildet. Es ist wie der Bildungsstream am Start, Seppelbaba. Was denn? Wo denn? Na hier, unten in der Kiste unten. Oh, Ausweis. Was ist denn das für ein, was ist denn das für ein, für Kiste hier? Kann ich aber nicht nehmen. Die kann man nehmen. Die kann man, ja, die kann man nehmen. Das war für eine vorige Quest. Ach so. Die wir aber schon lange abgeschlossen haben. Ach so. Ist noch irgendwas drin? Ja, Zombies halt, ne? Ja, Hashtag Bildungsstream, so sieht's aus. Unser Auto ja auch. Oha, Seppelbaba, naja. Doch, doch, nimm das ruhig an. Gell? Shelly, Nadine, wie geht's dir? Tante Google, ja. Ärzte. Jesus. Heilung. Ich hab mich von alleine geheilt. Wieder so eine Siegel. So. Von hier aus müssen wir jetzt vorne links. Ja. Richtung Rettung, Leuchtturm oben. Und vom Leuchtturm aus dann runterlaufen. Genau, einfach die Straße runter. Ach, der heilige Straße. Ach, der. Gut, danke, hab heute. Was? Heute der Tag zwischen den Terminen mal reinschauen. Oh, das ist aber schön. Das freut mich. Ja, man hat so viel zu tun, so viele Termine, Nadine. Das ist so. Seppelbaba. Jetzt wollte er nicht losfahren. So, gute. Erstmal zum Händler, verkaufe. Ja. Where the hell did I put that? So sieht's aus. So. Ein Hammer, ein orangefarbener Hammer, das ist da drin. Ein Hammer ist wieder für mich, ne? Ja, Hammer ist ja eine stumpfe Waffe. Die Sichel oder das Stockmesser, Fleischermesser, das alles willst du nicht, ne? Nein, Freunde, ich habe gute Waffen aktuell. Kaufen. Den Hammer. Aber der ist Level 24. Wie er hochkommt mit mir. Ist ja Billo. Ja, stimmt, der ist auch 24. Ja, falsches Gebiet halt. Ne? Ich muss aber trotzdem mal. Ich wollte mal überlegen, ob ich den Revolver verkaufe. Achso, das kann ich ja gleich hier verdingsbumsen. Ich glaube, den verkaufe ich auch. Revolver hat doch auch nur. Auch nur ein paar Schuss. Ja, gut, dann musst du halt nachladen. Klar. Sechs Schuss, um genau zu sein, bevor du nachladen musst. Genau. Ich wollte an die Werkbank gehen wegen dem Baseballschläger. You find anything? Was gibst du mir denn dafür? Thank you. Thanks. $70. Keep looking, please. Dilly 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 dilly. Ich brauche eine Werkbank. Oh, jetzt gehe ich raus aus Versehen. Da, wo ich bin. Einfach weiter reinlaufen. Hier. Also. Nimmst du die? Die nehme ich. Oder brauchst du eine andere? Ah, die ist in Ordnung für mich. Sehr schön. So, dann haben wir das. 419, 416. Schwere Knüppel, 300. Und der hat schon mehr.
Ich werde jetzt den Gabriel seinen Vorschlaghammer endlich verkaufen. Der geht mir auf den Sack. Auch wenn er rare ist, ist mir scheißegal. Er hilft mir nicht. Werdet jetzt mal schön noch wandern. Wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstag. Alexander, hab ganz viel Spaß. Mach wieder ein paar Fotos. Bis morgen. Bis morgen. So, Achtung, ich verkaufe den gleich. Also, Baseballschläger, den werde ich erst einmal reparieren. Dann werde ich den... Werde ich den upgraden? Fuck, ich bin jetzt 33. Das ist gut. Das ist geil. Du wirst alt. Also, der Knüppel. Großer Baseballschläger, Schredder. In ein kleines handliches Sägewerk verwandeln. Du bastelst ein wenig auf einen Schrot und Werkzeug, um deinen zerstörenden Kumpel zu maximieren. Also, wir könnten den Schredder machen. Nee, Quatsch, stimmt ja gar nicht. Das ist ja der Baseballschläger. Die Bloody Mary Mod könnten wir an den Knüppel machen. Vertikal klingen. Fackel, Aufprall, Stacheldraht, Bolzen, Genagel. Nee, das gefällt mir alles nicht. Ich bin ja eher so der Zauberstab, ne? Wedeln und Butschen. Ich bin ja der Zauberstab. Ja, wedeln und Butschen, sag ich dir. Ja. So, dann habe ich das auch gemacht. Dann werde ich jetzt noch gucken, wie ich mir das am besten dingsbumse. Dingsbumse und Bumsdingse? Das ist die Schrot, das ist die Hacke, das ist die Kettensäge. Die ist bald durch. Das ist die Pistel. Und die hat er jetzt gewechselt. Obwohl ich jetzt eigentlich nicht. Ausrüsten hierhin. Dann werde ich mal den schweren Knüppel. Statt der Hacke des Schicksals. Ausrüsten, flupp. Dann ist das jetzt meine Ersatz-Nahkampfwaffe. Den verkaufe ich. Den habe ich als Reserve. Und von der Magnum kann ich mich immer noch nicht trennen. Aber jetzt renne ich mich vielleicht mal von dem Einzelschussgewehr. Oder? Ja! Komm. Dann muss ich auch mal trennen können. Man muss sich auch mal trennen können. Stay strong, Linda. Na, man muss sich auch mal trennen können. Man muss auch mal, wie hat die eine im Dschungelcamp jetzt immer gesagt, wer loslässt, ist frei. Ja? Hat sie auch recht, ne? Whoa. Don't be sneaking up. Ja, wer Belast mit sich rumträgt, ist halt nicht frei. Da hat sie auch vollkommen recht, ne? Wer loslässt, ist frei. Magnum. Die Magnum. Das kommt weg und der Gabriel kommt auch noch fort. Und das war's, ne? Genau.